Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Was ist das für ein Geräusch? Das bin ich. Guck doch. Siehst du nicht, dass ich mit den Armen wackel? Nein. Ne? Das siehst du, oder? Ah. Das ist das Gleiche. Genau. Ah, okay. Das kann sich doch nicht. Tja, okay. So, ja, was machen wir jetzt heute? Wir wollen eine Angelfarm bauen. Jo, heute geht's ans Angeln. Also alle, die schon keinen Bock mehr haben, bleibt dran. So, ich hoffe, ich krieg das jetzt hin, weil ich habe die selbst noch nicht so gebaut. Ja, keine Sorge. Ja, der war sehr gut. Keine Sorge, wenn es daneben geht, schauen nur 10.000 Zuschauer zu. Ja, hast du noch den Carpet? Natürlich. Sehr gut. Bam, 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 bam. Wohin? Er kommt auf die Kiste drauf. Auf die Kiste? Auf die Kiste. Genau. So, gib mir mal die Eisentür, bitte. Na gut. Ja, das war jetzt gut. Ach, Mann, eh. Ja. Ja, hey, hier können wir gleich noch eine Stufe hinbauen. Ja, so ein Slab, ne? Ja. Also, so dass du halt noch in die Kiste drauf kommst, ne? Ja, ich schau mir das erstmal, wie das aufgebaut ist, dann verschöne ich das nochmal was. Ja, Wow. Wow, oh. Ey, was ist hier los? Das ist ja mal andersrum. Heißt hier nicht, wir bauen Zinn, Klaus macht's schön. Jetzt mal andersrum. Klaus baut Zinn, ich mach's schön. Ja, genau. So. Also diese Tür, die sitzt, glaube ich, richtig. Ja, müsste. Dann hier, 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 hier und hier. Da kommt jetzt ein Wassereimer rein. Moment. Machen wir mal so. Hier das Loch rein. Da ist Loch rein, ja. Quasi über die Trap, Iron Trapdoor. Ja. Genau. Ich so. Wusste echt gar nicht, dass es Iron Trapdoors gibt. Ja, siehst du mal, ne? Spielst nicht so auf Minecraft, gell? Ich würde dich gerade gerne runterschlagen. Du hast die Hooks? Jo. Links und rechts dran, genau. So, und jetzt gibt's einen Trick. Oh, hab ich nichts gemacht. Toll. Wasser weg. Ja. Ja. Warte mal. Ah, jetzt hat er's. Okay, gut, das passt. Ja, einmal mit Profis. So, eine Redstone Torch. Jo. Wohin? Ja, hier an den Block. Hier hinten dran, an den, wo das Hook dran ist. So, einfach hier hinten dran? Nee, hier an die Seite. Also. Genau, so, jetzt warte mal, jetzt muss ich schon mal gucken. Ist jetzt mal das Redstone jetzt hier entlang, oder? Warte, ich bin's gerade mal am gucken. Da kommt ein Redstone hin. Wir waren zu viel. So. Da jetzt auf die zwei Blöcke noch ein Redstone. Jeweils zwei, genau. Passt. So, und wenn du jetzt hier reingehst, hier dann reinguckst, dann siehst du, dass die Trapdoor offen ist, ne? Ja. Jetzt baue ich gerade noch schnell eine Angel. Einmal kurz. Lass mal eine Angelfarm bauen. Scheiße, wir haben keine Angel. Ja, genau. Das ist geil, oder? Mhm. Warum habt ihr hier unten eigentlich keine Crafting Bench? Da war mal eine Crafting Bench. Das sollte eher so ein kleiner Aufenthaltsbereich sein. Aha. Okay, ich habe eine Angel. Und ich schrecke nicht davor, sie einzusetzen. Oh. Du wirst jetzt wie die ganzen PvP-Spieler und angelst jetzt. Ja, klar. Ich habe ja auch eine PvP-Jacke. Oh. Scheiße. Hi. Hi. Mach nochmal bitte das Wasser weg. Jo. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Jo. Ja, so, Moment. So. Muss die Trapdoor andersrum, oder? Ja, die muss nämlich nach oben gucken. So. Also, was soll wieder reinmachen? Jo. Und die Tripwire Hooks sind wieder dran. Gut. Irgendwie will das nicht. Es hat auf jeden Fall schon mal Geräusche. Ja, das ist gut.
Ah, jetzt hab ich's. Cool. Jetzt hab ich's. Also man muss dann wirklich raus, so Richtung raus gucken, oder? Ja, ja, klar. Also das Erste, was da wichtig ist, die Angelfarben auf jeden Fall so bauen, dass die Wasserquelle, die da gesetzt ist, im Freien ist, beziehungsweise Licht sieht. Also da kannst du auch Glas drüber machen oder sonst irgendwas, oder wenn du es halt unterirdisch baust, dass du da eben so einen Schacht nach unten baust, dass es eben Licht bekommt. Okay. So, zweite Wichtigkeit, ja, Wichtigkeit, genau. Doch, geiles Deutsch. Zweiter wichtiger Punkt ist, ich habe schon den ersten Fisch, geil. Perfekt. Zweiter wichtiger Punkt ist, du stehst direkt in dem Trichter. Also wenn du hier so rumläufst, ne, das merkst du. Ja, ich hab den im Inventar. Also ich dachte, das würde sofort reingehen. Da komme ich auch gleich drauf. Also du musst hier im Trichter stehen, ne? Du gehst ja dann irgendwie so einen halb, dreiviertel Block oder sowas runter. Mhm. Halb, viertel Block so rum, ne? Dann vielleicht. Ja, wie ungefähr wie im Slab, meinst du? Ja, genau. Alter, das ist richtig schwierig. Wenn du dauernd irgendwie auf den Rand plackst. So, dann guckst du nach oben. Und musst die ganze Zeit eben die Aktionstaste gedrückt halten. Ja? Hm, also die rechte Maustaste jetzt in dem. Genau, so. Damit du eben die ganze Zeit angelst. Und das Inventar muss voll sein. Okay, da sind jetzt zwei Fische drin, also man sieht, die Farm funktioniert. Super. Mhm. Aber ich werde ja hier irgendwie noch eine Tür dran bauen, dass du irgendwie von Mobs oder sowas überrascht bist. Ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch schon gebaut. Was eben noch wichtig ist, dass du noch ein paar Angeln hast. Auf Vorrat meinst du, oder? Ja, erst einmal, also du solltest erstmal manuell so lange angeln, bis du eine Angel bekommst, die Mending drauf hat oder sowas. Kriegst du nämlich auch. Oder irgendwie ein Buch mit Mending, was sehr selten ist. Dass du da eben die Angel reparieren lassen kannst, weil durch das Angeln kriegst du auch XP. Mhm. Und noch ein wichtiger Punkt ist, das Inventar muss voll sein. Also, was weiß ich, nimmst du dir einen Stack Cobblestone und machst die ganzen Slots voll mit einem, damit eben alles, was du da fischst, hier in die Kiste reingeht. Okay. So, probier du es mal. Jo. Aber die Angel hat nicht mehr viel Durability. Ich mach nochmal eine. Na? Also, du stellst dich in den Trichter rein, guckst dann nach oben, ungefähr in die Mitte von der Trapdoor. Ja. Und sobald die Trapdoor zu ist und du trotzdem die Angel draußen hast, einfach ist weiter es korrekt. Halten. Einfach die Maustaste gedrückt halten. Verliert die jetzt einfach dadurch auch die ganze Zeit deine Durability, oder? Ja, ja. Also jedes Mal, wenn du irgendwas angelst. Also. Alter, halten Angeln wirklich nur so kurz? Bitte? Halten die Angeln dann wirklich nur so kurz, oder? Ja. Oh. Anscheinend. Ja, also wenn man sieht nichts. Also der Haken muss irgendwo in der Trapdoor hängen. Ja, ja. Gut. Ja, das dauert dann ein bisschen. Was? Ich habe Leder bekommen. Ja, cool. Jo. Geil, fängt an zu schütten. Ja, cool, ne? Oh Gott. Da hat er wieder reingezogen. Wollen wir mal kurz ein bisschen knacken? Ja, gerne. Dann sind wir das schon mal wieder los. Ach ja. Schön, ne? Jetzt habt ihr eine Angelfarm. Du kannst mal einen Crazy hinstellen. Mhm. Er soll da mal so ein bisschen was machen. Ja, ich bin überlegen, ob man das beim Clickbot machen könnte. Im Clickbot brauchst du nicht. Nee. Du musst die Taste gedrückt halten. Weil wenn du nur so drückst, dann bringt das nichts. Du musst die gedrückt halten. Du kannst es so machen. Ich mach das zum Beispiel so. Ja, oder hab das früher mal so gemacht bei Sky Factory, wo ich mit dem Tribolo mal gemacht habe. Hat man ja auch so eine Zeit, wo man sieben musste. Habe ich mir auch das ganze Inventar vollgeknallt und das wird ja automatisch nachgeschoben und hab dann eben auf meiner Tastatur die Enter-Taste genommen. Hab die dann so gelegt, dass die quasi die Aktionstaste ist. Und hab mir dann einen Gegenstand draufgestellt. In meinem Fall war das ein Zippo-Feuerzeug. Das passt wunderbar auf die Endertaste. Kannst aber auch irgendwie eine Streichholzschachtel nehmen oder sonst irgendwas in der Größe und mit Münzen oder sowas voll machen. Ist dann auch schwer genug, um die Taste zu drücken. Okay. Das geht. Das funktioniert einwandfrei. Klingt super.
So, ich mache jetzt gerade mal noch ein bisschen mein Inventar leer. Jo, macht das. Ich habe noch ein paar Steinchen und so. Ja, die. Ich kann auch noch was wegtun. Alter. Rotes Stein? Nee, das war Wackeln. Was wir mal gerade machen können? Hm? Wir können ja mal gerade zwei Felder machen. Wir haben ja jetzt noch Kartoffeln und Karotten hier. Können wir ja die auch nochmal anpflanzen. So, ich habe hier noch eine Angel. Komm, hier. Jo, danke. Ach, ich lasse einfach gerade da. So. Komm zu. Komm, ich mache auch mal gerade die nochmal eine Feldhacke. Komm. Feldhacke kann man nicht mal aus Eisen machen. Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Dias, aber ich glaube, so eine Dia-Feldhacke muss nicht unbedingt sein. Hm. Was willst du machen? Kartoffeln oder Karotten? Gib mir mal die Kartoffeln. Gut. Gut. Ich finde es aber immer noch komisch, dass sie jetzt wieder dieses gegenseitige Wegschubsen eingeführt haben. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Schlecht ist es auch nicht, aber ich finde es, wie gesagt, komisch. So, wo sollen die Handyfelder? Ja, ich bin mal überlegen, aber ich glaube, das ist jetzt mal, das muss weg. Ja, die Baum fahren? Ja, ja. Ja gut, ich habe keine Axt, tut mir leid. Ja, ich bin dabei. Ja, es muss auch nicht so weit weg, ne? Ja. Ja, ich setz mal die Bomben, bauen wir mal ordentlich auf. Mhm. So, da werde ich schon mal die Löcher graben, ne? Jo. Soll ich dir schon mal Wasser einmal geben? Oh, toll. Ja. Wie findest du eigentlich diese neuen Wegblöcke? Oh, die sind geil. Ich finde die richtig geil. Ja. Ich finde es auch cool, dass sie jetzt in den NPC-Dörfern jetzt sind. Finde ich auch cool. Ach ja, okay. Die habe ich da noch nicht gesehen. Ja, du kennst ja die Legende von unseren NPC-Dörfern. Ja. Gib mir mal den Eimer. Ja. Dankeschön. Also wir haben uns dann schon ein bisschen sehr verarscht gefühlt, als wir einen Dschungel gefunden haben, aber kein NPC-Dorf. Ja. War schon eine geile Aktion. Aber wirklich, wir sind dann erstmal am überlegen, bevor wir in die Aufnahme gehen, wo wollen wir anfangen, in was für einem Gebiet? Wald, ja. Am liebsten wäre irgendwie so ein bisschen bergig mit Wald und Pflanzen, normal so, normal Plains. Mhm. Aber perfekt. Am perfektesten, kann man das so sagen? Boah. Am besten, sagen wir mal. Einfach. Ja, am besten. Perfekt ist ja schon die. Ja. Ja? Absolute Steigerung. Was ich gerade gesagt habe. Ja, am besten wäre es gewesen, wirklich ein NPC-Dorf mit so ein bisschen ein paar Unterkünften, wo man schon mal ein bisschen reinlagern kann. Mhm. Ein bisschen Reed und so weiter. Kriegt erst Nahrungsquellen. Joa. Ja, klar. Mhm. Und was ist? Über 12.000 Blöcke finden wir ein NPC-Dorf und das war eine Kirche und ein Brunnen. Ich habe Tränen gelacht, wo ich das gesehen habe. Weißt du, und dann kommt da auch noch so spezielle Kommentare. Ja, viel, wenn ihr alle Achievements wollt, viel Spaß. Ihr müsst noch einen Dschungel finden. Dschungel sind scheiße selten mittlerweile. Ich bin an einem riesengroßen Dschungel vorbeigekommen. Ich habe bloß gedacht, wo ihr durch das Schneebiom gegangen seid, dass ihr vielleicht ein Iglo finden könntet oder sowas. Das habe ich erst später erfahren, dass es jetzt Iglos gibt. Och dann, Mensch, lest doch mal die Patch Notes. Wie gesagt, ich will. Teilweise bin ich bei Minecraft. Bin ich mittlerweile schon so weit, ich will mich einfach überraschen lassen, teilweise entdecken und dann, was ist das? Mann. Genau wie damals, als die Meerestempel eingeführt wurden. Ich denke nur, was ist das denn mehr? Ein Tempel unter Wasser, ich gehe da mal rein. Mhm, der war gut. Kommt so ein Typ mit Eisenrüstung vorbei und einem Steinschwert. Ja, genau. Das ist richtig gut. Mhm. Boah, ich finde aber auch hier diese scheiß Wächter, die sind so schlimm. Ja. Könnt ihr ja auch mal eine Farm bauen. Mhm. Lohnt sich das überhaupt? Was droppen die überhaupt? Was die droppen? Hm? Das Marienblöcke, die Sea Lanterns. Ach echt? Mhm. Also nee, warte mal, Prismarinblöcke droppen die, also die Shards oder sowas in die Richtung. Ja. Und aus denen kannst du dir, glaube ich, irgendwie die Sea Lanterns bauen. Ja, das ist ja nur noch was los und den Shards. Kann sein, ja.
Alter, wir haben so viel Holz auf einmal, das ist ganz ungewohnt. Was? Gerade so viel Holz im Inventar, das ist ungewohnt. Sowas. Ich hätte vielleicht eine Idee für eine Baumfarm. Ja, jetzt. Du, ich sehe es schon kommen. Crazy und ich müssen gar nichts machen. Ich habe eine Idee. Worauf ich ja mal richtig gespannt bin, auf das neue, auf das Geheimprojekt, was wir noch vorhaben. Das habe ich jetzt einmal Singleplayer vorgetestet und ich habe mich pissig gelacht, als ich das gemacht habe. Okay. Habe ich dir das schon mal gezeigt, oder? Ja, ich glaube nicht. Mach ich dann gleich, wenn die Folge vorbei ist. So. Ich habe mal hier mal die Strömung weggemacht, gell? Mhm. Ich habe sogar keine Ahnung, wo du bist, aber... Ja, ich bin hier direkt an den Bäumen. An dem kleinen Teich da. Okay, meine Axt ist kaputt. Oh, sowas. Ach komm, das mach ich dann gleich. Oh, hier ist ein Apfel. Oh, hier ist ein Setzling. Hi. Nein. Können die nur. Da ist ein Holz. Oh, guck mal hier, dreimal auf Holz geklopft. Oh, wow. Obwohl ich ihn bloß eingesammelt hab. Dann kann ich mal hier die Karotten einmal anpflanzen. Was ich aber auch schon gesehen habe, jetzt hier mit dem End, ist dieser neue Drachenatem da. Da bin ich schon mal gespannt. Ja, das ist jetzt die Version von der Pocket Edition. Hm? Also die Art den Drachen, die Art des Drachen, also wie sagt man? Ja, es fängt schon wieder an, Wortfindungsstörung und so, ne? Was hast du denn jetzt? Ja, hier sag mal diese. Ja, das ist der, hallo? Du hast nie meine Let's Plays geguckt, hä? Kann das sein? Ja, doch, natürlich, alle drei Folgen. Der war gut. Der war gut, ja. Nee. Was wollte ich denn sagen? Ach, Mann, ey, sag's mir doch. Ich komm jetzt nicht mehr drauf. Oh, Mann. Warte mal, das kann ich mal zumachen, das kann ich so machen. Das brauche ich jetzt auch nicht. Das... Oh Gott! Alter! Ich komme jetzt drauf. Also bei waren wir schon mal. Mhm. Alter, es ist, ja, viel zu spät, glaube ich. Wir haben jetzt gerade kurz vor eins. Fünf vor ja, eins. Ich weiß. Und mein zweites Bier ist gleich leer. Schade. Ich habe nur noch Cola Life hier rumstehen. Mhm. Ja. Ist auch was schlimmer als mein Radler. Bäh. Cola Light, die Git. Nicht Light. Nee, aber ich meine die. Die. Oh, ich komm einfach nicht drauf, Mensch, Junge, hilf mir doch mal. Ist ja furchtbar. Seh durch. Die Art des Enderdrachen ist der Pocket Edition nachempfunden, so rum. Jetzt habe ich es doch fast. Also so ungefähr. Kannst du das dreimal hintereinander schnell sagen? Nee. Ach, schade. Kannst du mich mal am Arsch lecken hier? Ist der wenigstens sauber? Hä? Ach, nix. Achso, ja, ich hab immer Pampers an. Achso, ihr holt die nicht für deine Tochter, sondern für dich? Nö, hol mal. Was denn jetzt? Hol mal zusammen. Günstiger. Ja. Ich weiß. Ah ja, klar. Hier. Was glaubst denn du? Nee, aber hast du ja gerade überhaupt gehört, was ich da noch rumstehen habe? Nicht Cola Light. Was denn? Diese Live-Cola. Hier, die mit dem Stevia. Ach so. Weil, ich bin ehrlich, ich habe mir einmal gegeben, was in einer normalen Cola Light oder Zero so drin ist. Weil sie immer halt so ohne Zucker, mit Süßungsergänzungsmitteln und so weiter. Das hat mich mal interessiert, was da überhaupt drin ist. Und da bin ich auf einen Stoff gekommen und danach habe ich wirklich angefangen zu brechen. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube Stevia ist auch nicht unbedingt besser. Stevia ist halt in dem Sinne schon mal besser, weil es wirklich übernatürliche, also wirklich über die Natur hergestellt wird. Meine Mutter benutzt das auch teilweise ziemlich oft beim Backen. Okay. Oder teilweise ja auch. Gut, ich meine Stevia ist halt ein natürlicher Zucker, aber... Die Raffinierung oder wie man das dann halt auch immer richtig aussprechen möge. Keine Ahnung. Ich halte davon nichts. Ich trinke sowieso so sehr selten Cola.
Wirklich nee, sehr selten. Ja, aber wie gesagt, als ich ja gesehen hatte, und zwar ist ein Cola Light und Zero ein Stoff drin, der nennt sich Aspartam. Ja, ja, ich weiß es. Der geht direkt aufs Hirn und so. Das ist ein Lerngift. Das weiß ich. Eben, also, Mann. Also da habe ich teilweise echt nur noch... So, ich hab hier, guck mal, ich hab was für dich. Ja. Ja. Oh. Mhm. Dankeschön, der Herr. Ja, bitteschön, gern geschehen. Aber jetzt, was noch ist, die Folge ist rum. Was? Ja. Jetzt? Ja. Was? Wir sind bei 20 Minuten. Wow. Cool. Damit hat es jetzt nicht gerechnet, ne? Nee. Also nagelwarm habt ihr, ne? Schön. Mhm. Nochmal genug Holz jetzt wieder. Ja, top. Zwei neue Felder. Ja. Mhm. Kann man mal machen. Kann man mal machen, kann man auch lassen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, ich habe nie was zu sagen, weißt du doch. Ich bin verheiratet, ich habe nichts mehr zu sagen. Oh, das erinnert mich auch so an eine geniale Szene bei uns auf vom Gilden TS. Ja, das musst du dann das nächste Mal erzählen, die Folge ist rum. Ja, okay. gut, hast du noch irgendwas zum Abschied zu sagen? Nö. Okay, dann danke ich mich an dieser Stelle für euer Zuschauen. Wir freuen euch bis jetzt morgen für euch. Da geht's nämlich für uns nicht weiter, aber für euch. Aha. Was? Und du meinst jetzt wirklich, das hat irgendjemand verstanden? Hä? Ich glaube nicht, ne? Hier, sag einfach tschüss, drück den Stopp-Button und es ist gut. Ey, Scheiße. Ja. Aber du hast Wortfindungsstörungen, ne? Weil ich nie. Nie. Niemals. Nie nicht. Ja, gut. Also, wie dann gesagt, tschüss. Ciao.